Liebe Zuschauer, einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Am vergangenen Sonntag fand in Nordhausen in Thüringen, das ist eine Stadt mit rund 41.000 Einwohnern, sie liegt ziemlich genau in der Mitte zwischen Göttingen und Halle an der Saale, dort fand die Stichwahl zum Oberbürgermeister statt. Und nach dem ersten Wahlgang sind zwei Kandidaten übrig geblieben. Das ist einmal der bisherige Amtsinhaber und Oberbürgermeister Kai Buchmann, der parteilos ist, und sein Gegenkandidat von der AfD, Jörg Prophet. Ja, letztendlich hat es Jörg Prophet nicht geschafft. Er hätte die Chance gehabt, der erste AfD-Oberbürgermeister in Deutschland zu werden. Doch in der Stichwahl haben sich die Wähler für Kai Buchmann entschieden. Interessant ist das Wahlergebnis. Ich habe mir heute die Mühe gemacht, das einmal in eine Excel-Tabelle einzufügen. Und das würde ich Ihnen gerne einmal zeigen. Aber fangen wir zuerst einmal an mit dem ersten Wahlgang. Der ist folgendermaßen ausgegangen. Da hat Jörg Prophet von der AfD gewonnen mit 42,1% der Stimmen. Und als zweiter von insgesamt sechs Kandidaten hat dann Kai Buchmann 23,7% der Stimmen erreicht. Kommen wir jetzt zur Stichwahl, zum Ergebnis. Und zwar ging es so aus, dass Kai Buchmann 54,9% der Stimmen für sich gewinnen konnte und Jörg Prophet dagegen nur 45,1%. Ja, die Wahlbeteiligung lag bei 59,3% bei der Stichwahl und es gab 19.301 gültige Stimmen. Davon waren 6.528 per Briefwahl abgegeben worden. Ja, interessant ist es jetzt und jetzt kommen wir zu meiner Excel-Tabelle und zwar, entschuldigen Sie bitte, da steht Kai Buschmann statt Kai Buchmann, aber letztendlich geht es um das Ergebnis in den Wahllokalen. Es gibt insgesamt 36 Stimmbezirke in Nordhausen und dort hat Kai Buchmann 50,06% der Stimmen auf sich vereinigen können. Und Jörg Prophet nur 49,94. Was heißt nur, das Wahlergebnis in den Wahllokalen ist quasi 50-50 ausgegangen, also beinahe wirklich unentschieden. Gut, aber jetzt kommen wir zur Briefwahl und da wird es ganz interessant. Und wenn man sich hier das Ergebnis einmal anschaut, dann sieht man, dass Kai Buchmann 64,79% der Stimmen auf sich vereinigen konnte. Und Jörg Prophet nur 35,21% der Stimmen. Ich finde das bemerkenswert, ich finde es überraschend, ich finde es komisch, dass die Briefwähler so anders abgestimmt haben, als die Wähler, die tatsächlich an die Wahlurne in ihrem Stimmbezirk ins Wahllokal gegangen sind. Ich habe da keine Erklärung für, vielleicht haben Sie eine Erklärung dafür, wie so etwas passieren kann. Und ja, die Brieffehler waren auch nicht jetzt so hoch mit 33% Anteil bei der Wahl. Bei der letzten Bundestagswahl, Moment, ich schaue, da waren es 47,3%, die per Brief ihre Stimme abgegeben haben. Nun gut, also diese Wahl ist mehr oder weniger bei der Briefwahl entschieden worden. Welche Erklärung haben Sie? Schreiben Sie es uns doch in die Kommentare. Lassen Sie ein Like da. Und ja, abonnieren Sie unseren Kanal, wenn Sie es noch nicht getan haben. Und bitte schauen Sie sich auch unser PI Politik Spezial Magazin an. Es ist gerade die neue Ausgabe erschienen mit dem Titel Rufmord im Zweiten. Da geht es um Böhmermann und seine Sendung. Und ja, da wird dieser ganze Skandal beleuchtet. Aber es gibt noch viele weitere Themen in unserem neuen Magazin. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wünsche Ihnen noch eine schöne Restwoche. Alles Gute und bis bald. Ja, ich habe noch was zu vermelden. Mein neues Buch ist raus. Endlich mit Aktien Geld verdienen. Da haben Sie 40 Jahre Börsenerfahrung, 25 Jahre Kapitalmarktinformation, 15 Jahre Fondsmanagement. All diese Erfahrungen sind drin und vor allem erläutere ich die Königsanalyse, meine Methode, Top-Aktien auszuwählen, denn bei Aktien kommt es genauso wie bei Immobilien nicht nur auf den Preis an, sondern auf die Qualität. Die Qualität ist erstmal viel wichtiger, erst dann schauen wir uns den Preis an. In diesem Buch gibt es viele Beispiele. Ich hoffe, es liest sich spannend und flüssig. Und es ist auf Anhieb auf Platz 18 der Spiegel-Bestsellerliste gelandet. Eine schöne Bestätigung.